So, herzlich also willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Die Sachen gewachsen? Die war doch hier vorher noch nicht da, oder? Lol. So, wisst ihr was? Kann ich mir Hanf einfach geben? Was? Ich hab kein GIF? Verdammt. Unbekannt, da kann ich gegeben werden. Mit E. So, welche das ist Pflanze? Kann man gar nicht pflanzen. Verdammt. Hatte gehofft, da können wir sehen, wie es aussieht oder sowas. Das ist traurig. Achso, ich sag vielleicht. Ja. Okay, so sieht das Ganze also aus. Na, kurz mal gucken. Okay, wie viele Stufen hat denn das Zeug? Okay, 8 Stufen. So sieht das Zeug also aus. Okay. Nein, sowas haben wir noch nicht gesehen. Das wüsste ich. Und da bekommen wir gleich beide Sachen draus. Okay, gut. Die Sachen schmeißen wir mal weg. Hat also doch eine sehr markante Form. Hätten wir also auf jeden Fall gesehen, wenn wir es gesehen hätten. Also haben wir es noch nicht gesehen. Was natürlich sehr traurig ist. Ist dort nirgends hoch. Guck mal, das ist eine Höhle. Aber egal. Da wollen wir jetzt nicht rein. So, die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Denn ist ja mal ein Schneebiom, kann man ein bisschen Schnee mitnehmen. Das ging ja auch nicht. Also, das können wir auch privat nicht herstellen. Das heißt, wenn wir uns da mal ein bisschen klauen. Das ist überall Schnee. Cool. Können wir uns eine Menge Schnee mitnehmen. Leider sehe ich nirgendwo Schneeblöcke. Ah, doch, da sind Schneeblöcke. Gut, das heißt, wir nehmen direkt Kurs darauf. Weil die ganze Zeit diese kleinen Schneedinger mitzunehmen, der Boss ist doch dumm und dämlich. Von daher, wenn wir schon Schneeblöcke haben, dann nehmen wir die auch gleich mit. Und wer weiß, vielleicht kommen wir darüber sogar irgendwo an einen Punkt, an ein neues Biom, wo wir vorher noch nicht waren. Wo ist dann auch Hanf gibt. Nö. Das ist nirgends so was, was diese markante Form hat, wie das, was wir gerade gehabt haben. Da wechseln diese scheiß Hanf. So, hier haben wir ganz viele Blöcke. Waren ja nicht Blöcke? Oder habe ich hier nur die Oberkante von gesehen? Verdammt, ich wurde verarscht. Dafür wird jemand büßen.
So war ich auch nie heiß. Jetzt habe ich die Ecke der Scheiße so mitnehmen, Alter. Bist du bekloppt? Nee. Bin ich nicht mit einverstanden. Gibt es hier keine Schneeblöcke? Oder Eis? Oder irgendwas Sinnvolles? Verdammt! So, hier haben wir schon mal Blöcke, Biome, wo wir sonst so noch nicht so häufig waren. Können wir mal gucken, ob hier, aber hier wächst gar nichts. Hier wächst genau absolut gar nichts. Tja, hier ist zwar überall Schnee, aber da ist auch kein Eis, leider. Hatte gehofft, dass du wenigstens Eis direkt in der Nähe, aber es ist alles nur Wasser. Ach, Mann. Wobei, Eis kann man, glaube ich, eh nicht abbauen, ne? Aber ich glaube mal, Hanf wächst schon eher in wärmeren Regionen. Na gut, aber lassen wir mal diesen tristen Ort. Ja schön weiß, weites Schneebiom hier. Aber leider halt überall nur diese Schneeschicht. Keine richtigen Schneeblöcke. Guck mal, hier sieht auch wieder alles aus, wie als wenn da Schneeblöcke wären. Aber nee, die wollen mich nur verarschen. Oh ja, warte mal, bis das nächste Biom kommt. Guck mal, hinten ist eine Pflanze. Ah nee, doch nicht. Guck mal da oben, Schneeblöcke. Okay, das sieht sehr zerklüfft aus. Wow. Okay, da kommen wir nicht hoch. Sollte also mal ein bisschen nach rechts auch schwenken. Ungefähr so. Ah, das ist ja auch noch Tundra. Alter, wie groß ist denn dieses Biom? Was ist denn los mit denen? Haben die gesoffen? Da ist auch schon so eine sehr interessante Konstruktion im Wasser. Wenn der Map-Change schon wieder kickt. Ob wir da hochkommen? Na, wobei, da ist ja nichts drauf. Ist ja nicht so, als wenn sich das lohnen würde. Ja, irgendwie so. Sieht schon cool aus. So, wir schwimmen den Hobbits entgegen. Mal gucken, wo wir da ankommen. Alter, da ist auch überall noch Tundra. Der gibt's doch ja nicht. Wie scheiße groß ist denn dieses Biom da hinten auch schon wieder? Oder da. Ah ne, da ist kein Tundra mehr. Okay, Glück gehabt. Ja, wow, wobei, vielleicht doch. Vielleicht ist es auch Tundra. Alter, diese Sonne sieht schon sehr geil aus. Jetzt will ich mal gucken, wann geht die Sonne eigentlich unter? 18 Uhr, wow, also fast 19 Uhr. Okay. Haben sie aber geändert, oder? Alter, wie da halt überall Tundra ist.
Okay, ich glaube, dann hört es auf. Oder? Das ist auch noch Tundra. Oh, wie die Sonne verschwindet, Alter. Es sieht schon gerade ein bisschen episch aus. Ein bisschen. Okay. Bis Viertel nach sieben geht es also unter, scheinbar. Ja, ich glaube, der Tag-Nacht-Zyklus echt abgeändert. Jetzt ist es auch so, dass die Sonne wirklich langsam runtergeht und es langsam dunkler wird. Früher war es ja immer so ein Schlag, dass die Sonne erst laut untergeht und dann aber mit einmal dunkel geworden ist. Also, dass der letzte Sprung quasi mit einmal war. Ah, hier ist auch überall Tundra. Scheiße. Ja, dann ist wieder ein anderes Biom. So, wenn es jetzt 19 Uhr, dann müsste es jetzt wahrscheinlich 4:50 Uhr sein, ne? So. Ups. Bitte mit Strich, Strich. Das heißt, jetzt ist wieder Sonnenaufgang. Lol. Ah ja. Aber eben, früher war es, glaube ich, immer 5:50 Uhr und ab dann hat die Sonnenaufgang immer angefangen. So, gibt es hier Schneeblöcke? Kurz, jetzt gibt es da Pflanzen. Aber nichts, was irgendwie aussieht wie Hanf. Ist alles nur dieses Drecksfahrzeug. Dieses fadenscheidige Schwanz. Ist das traurig. Ah, ist das traurig. Gibt es denn keine guten alten Schneeblöcke mehr? Gibt es denn keinen Honig mehr? Gibt es gar nichts mehr? Was ist denn los mit euch? Kommt mir gerade vor, als wenn wir Richtung Norden wandern und hier immer mehr Schnee gibt es überall. Sowas wie Schnee und also so, dass es im Norden gibt, gibt es ja hier nicht. Wär natürlich geil, dass wenn man jetzt hier, ne, wir wandern ja in irgendeine Richtung und dass man sagt, dass, weiß nicht, dass die Z-Koordinate sowas wie nach Norden und nach Süden gehenderweise beziffert. Ne, dass wenn man sich quasi auf der X-Achse bewegt, ne, wenn man jetzt so die Map vor sich hat und sich auf der X-Achse bewegt, dass man quasi um den Äquator rumgeht. Und wenn man sich aber so auf der Z-Achse bewegt, man quasi so von Äquator halt Richtung Nordpol oder Südpol geht und es dann in die Richtung immer kälter wird, also die Wahrscheinlichkeit, dass Schneebiome kommen, immer höher wird und bei Nulllinie, also da, wo man es halt in der Regel zum Beispiel spawnt, die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass das Schnee ist, weil das halt der Äquator ist. Und dann halt, ne, dann einfach linear oder exponentiell die Wahrscheinlichkeit einfach ansteigt. Also quasi, jetzt ist ja nicht, dass da einfach irgendwie Schnee ist, sondern das Ding arbeitet ja hier mit so einer Temperatur-Map, die halt auch einfach zufällig generiert wird. Und dass diese dann aber halt nicht komplett zufällig generiert wird, sondern sich halt so ein bisschen an einem Z-Wert orientiert. Je höher der Z-Wert also ist, egal ob positiv oder negativ, desto höher ist damit also die Wahrscheinlichkeit, dass Schnee kommt. Was wäre schon geil. Könnte man relativ leicht, vielleicht, weiß ich nicht, halt so, ne, so ein bisschen geografische, temperaturtechnische Begebenheiten begeben. Ja. Würde zwar auf der anderen Seite bedeuten, dass da, wo man spawnt, meistens entweder Dschungel ist oder Wüste, weil das halt die Warmregionen sind. Das heißt, man hat relativ selten Wald, also so ein Wald hier, ne, so Apfelbäume, weil das dann ja eher so ein bisschen abseits vom Äquator ist. Und zum anderen,
Ja. Hast ja damit natürlich ein bisschen weniger Möglichkeiten beim Spawn in verschiedenen Biomen zu landen. Weil wie gesagt, du landest halt entweder immer im Dschungel oder halt also in warmen Gebieten halt, ne? Dschungel oder Wüste. Was ist denn das hier? Oh, das ist cool. Ah, okay, wir finden also so zum Glück neue Sachen. Wenn auch alles nicht das ist, was hier gut losgelaufen sind. Aber ich glaube, das war bisher jedes Mal so. Ne? Wir haben immer alles gefunden, außer das, was wir finden wollten. Das Leben kann so grausam sein. Weil durch die Bäume hier sieht man halt auch immer kaum was. Man sieht immer nur die 3 cm, wo man lang läuft. Alles andere ist Dunkelheit. Aber zumindest wissen wir jetzt, wonach wir suchen. Ja, wir wissen jetzt, wie das Hanfzeug aussieht. Von daher könnt ihr mir alle die Kommentare voll quatschen. Oh, Rolli, du hast darauf Hanf übersehen. Nee, das lasse ich mal stehen. Wo wir sagen, das Zeug habe ich glaube massenhaft bei uns in der bunten Kiste, also in der Graskiste. Pflanzenkiste. Wie auch immer man die nennt. Oh, ich wollte eigentlich hier hochspringen. Danke, dass es so wunderbar funktioniert hat. Ich fühle mich von der Natur im Stich gelassen. Ich glaube, ich kaufe ein Verbrennerfahrzeug. Diese Natur ist es gar nicht wert, gerettet zu werden. Ja. Ich weiß, das klingt egoistisch, aber das soll es ja auch. Boy. Weder finden wir irgendwo Hanf, noch finden wir irgendwo Bienen. Oder Bienenstöcker. Oder irgendwas in der Richtung. Das kann doch nicht so selten sein. Ich verstehe das gar nicht. Oh, noch ein paar Äpfel mitnehmen. Vielleicht finden wir ja hier beim Rumwarteln durch Zufall irgendwie Hanf. Komm her. Wobei es schwierig ist, sowohl nach unten als auch nach oben zu gucken gleichzeitig. Weißt du was? Kann ich hier versuchen, auf den Baum aufzuklettern? Ich versuche mal schon einen Punkt zu finden. Ungefähr. Ah, ist noch genug. Ich dachte eher so an so ein Punkt hier. Und jetzt mal gucken, ob wir hier von hier aus irgendwas finden. Da ist alles voll mit Bäumen. Da sehen wir gar nichts. So, gucken wir nochmal. Hanf, 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 Hanf. Oh, verdammt, Mann, da kommt der Hanfmann. Ne.
Nö, nö. Nö. Kein Hanf, keine Honigdinger, Bienenstöcker und sonst auch nichts. Meine Hoffnungen werden mehr und mehr untergraben. Ja, da geht es schon hoch. Ich glaube, da gehen wir lang. Die Frage ist, kommen wir. Ah ja, doch, da hinten kommen wir hoch. Okay, dann kriegt das doch noch einen Plan. Kann man von hier schon irgendwas sehen? Nee, ne? Oh. Okay, ist also bereits besuchtes Gebiet hier. Ah. Egal, ist ja. Kann ja trotzdem Hand vorhanden sein, ne? Alter, wie weit diese Welt sich aufbaut hier. Das ist ja krank. Selbst mit der Lupe kannst du gar nicht weit genug gucken. So klein, wie das alles wird. Aber ich sehe trotzdem keinen Hanf. Ne. Da ist nirgends Vorhanf. Das gibt's doch ja nicht. Und es sind auch nirgendwo irgendwelche Bienenstöcke. Und wie es aussieht, ist der Berg auch da an der Stelle schon zu Ende. Das heißt, selbst wenn wir darauf gekommen sind, obwohl ich meine, wir haben zumindest von da aus eine gute Aussicht, ne? Ja, let's go. Wo ist das Ding jetzt? Hä? Ach, da. Boah, das Ding ist halt schon weit weg, gell? Ja. Okay. So, dann warten wir mal hier auf den. Auf den. Kronen der Bäume. Was bist du? Ja, ich muss speichern, gibt es speichern, ich muss speichern. Oh mein Gott, wir haben Hanf gefunden. What the fuck? Oh mein Gott, wir haben Hanf. Oh mein Gott, das muss ich direkt speichern. Extra Tasche. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft nach weiß nicht wie vielen Folgen. Ist hier bitte noch mehr Hanf? Los, vielleicht ist hier so ein Cluster. Schnell, ich brauche ein Cluster. Wo zum Teufel ist mein Zaster? Ich brauche diesen Cluster. Mal, da hinten ist noch mehr Grün. Ah ne, das ist einfach nur Gurke. Ah ne, ist einfach nur Gurke. Los, noch mehr Grün. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch mehr. Wenigstens zwei. Ja? Aber wie gesagt, bei 1 ist die Wahrscheinlichkeit zwar nur sehr gering, aber vorhanden. Dass wir beim Ernten davon nichts wiederbekommen. Glaube ich zumindest. Keine Ahnung, wie es hier läuft. Bei der Farming Mod kenne ich mich da nicht so sehr aus. Wie die einzelnen. Was ist denn hier los? Wie die einzelnen Wahrscheinlichkeiten aussehen. Aber ich kenne es halt von meinen Klonen, dass man teilweise, wenn man eine Mohrrübe einpflanzt, man keine zurückbekommt. Und wenn das mit dem Hanf passieren würde. Wäre ja Achterbahn, du. Aber sonst sehe ich hier auch keinen Hanf. Scheint also doch nicht in Clustern vorzukommen. Schade. Hatte gehofft, wenn man einen findet, dass man dann gleich noch vielleicht so ne, bisschen mehr findet. Weil bei Ananas, da war es ja so, ne? Wenn man eine Ananas findet, dass man dann mehrere auf dem gleichen Gebiet findet. Aber hier scheint es nicht so zu sein. Oh mein Gott. Wir haben Hanf gefunden. Ist das krass oder was? Gut, jetzt fehlt bloß noch Honig, ne? Das heißt, dadurch, dass ich jetzt hier keinen weiteren Hanf finde,
Wenn wir uns ab jetzt primär auf die Suche nach Honig begeben und wenn wir dann dabei nochmal Hanf finden, ist natürlich umso geiler. So. Wo war jetzt der Berg, wo wir rauf wollten? Das müsste dir schon gewesen sein, ne? Ja, das ist der Berg. Vielleicht profitieren wir dann von der Aussicht. Und finden direkt 30 Bienenstöcke und 50 mal Hanf. Dort wäre geil, aber bei dadurch, dass hier in der Gegend nur Wasser ist. Mal schauen, wie weit wir gucken können. Vielleicht finden wir auch schon direkt auf dem Berg selber was. Ne? Können wir auch sein. Das heißt, ich werde ein bisschen weiter zurückschwimmen und dann mal mit dem Fernglas diesen Berg betrachten, aus aller Nähe. Ob wir hier schon was finden. Oh, das ist das Gelbe da hinten. Achso, ist eine Sonnenblume. Ah, schade. Wow, geht ja echt hoch. Okay, nee, also hier an der Seite ist auf jeden Fall schon mal nix. Von daher gehen wir einfach mal an Land. Okay. Und sammeln ein, was das Zeug hält. Also das hier zum Beispiel. Her damit. Und das hier ist nochmal das Gleiche. Egal, her damit. Oh, kommt man nicht lang? Okay. Ich hatte gehofft, wir kommen da hoch. Aber wir kommen hier hoch. Sehr gut. So. Mann, ist der Berg steil. Da geh ich ja direkt steil. Okay, hier wächst gar nichts. Hier ist einfach komplett kahl. Interessant, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wachsen so etwa keine Pflanzen mehr oder wie jetzt? Hier ist ja gar nichts mehr. Wow. Ja, kann ja sein, dass so weit oben die Luft so dünn ist. Ich meine, wir sind, glaube ich, sogar schon fast auf Wolkenniveau. Ja, wir sind auf Wolkenniveau, glaube ich. Ja, nee, also wir können mal kein, kann man was erkennen. Ja, schauen wir mal, bis wohin er das Ganze aufbaut. Egal, gucken wir mal nächste Folge dann. Ja, schauen wir mal in der nächsten Folge, wie weit wir mit der Kamera gucken können, mit dem Fernglas. Und ob wir in der Reichweite irgendwas finden, was spannend ist. Zum Beispiel Honig. Ja, bis dann.